liebe Gäste, liebe Schützenbrüder, lieber Martin, liebe Rebecca. Ich glaube für das Wetter, wir wollen mal Vollzeichen machen, es bleibt. Obwohl ich gestern so um 17 Uhr an dich gedacht habe. Danke. Es war so passig, ich denke, darf nicht wahr sein. Ne? Genau dann fängt es dann zu regnen an. Es hat sich so durchzogen durch das Jahr, ich glaube, aber Erkelenz hat sich ein bisschen entschädigt. Kreisschützenfest, es war wirklich schade. Wir hätten gerne das Kreisschützenfest ausgerichtet. Hier und, obwohl es ja im Nachbarort auch nicht schlecht ist, ne, muss man wirklich sagen. Aber ich hätte schon lieber dich gesehen. Jo. Unser Königspaar, Rebecca und Martin, sie sollen leben, dreimal! Ja.
Who do I tell you?
Udo, alles super. Danke. Glückwunsch. Danke. Udo, super. Danke. Super Schuss. Danke. Herzlich willkommen, wunderschönen guten Abend. Lina Tudor Vogelschießen 2016. Ich freue mich, dass wir euch unser neues Königspaar präsentieren können. Udo und Simone Schellbrink. Okay, ich denke, oder ich weiß, dass es heute ein ganz besonderer Tag war. Letztes Jahr war es ein spannendes Vogelschießen und wir haben heute wirklich ein besseres, will ich nicht sagen, weil da würde ich denen Unrecht tun, die letztes Jahr vieles getan haben. Aber ich möchte mich stellvertretend natürlich jetzt in diesem Jahr bei deinem Konkurrenten bedanken. Ne? Markus Jürgensmeier, Stefanie, du warst natürlich auch dahinter, sonst geht's nicht. Ne? Aber wir freuen uns. Ja, zu dem heutigen Abend gehören natürlich auch die Ehrungen der Schüler- und Jugendprinzen. Ich möchte jetzt einmal nach vorne oder zumindest in die Mitte bitten, Johanna Heiduck als unsere Schülerprinzessin und Thomas Meschede als unseren Jungschützenprinz. Ja. Ja, kommen wir jetzt zum kleinen Vogel, ist jetzt nicht ganz richtig, ne? Aber zumindest zum Fass. Unser Holstenkönig, Timo Beers mit Anna Schmidtmeier aus Bad Lippspringe. Herzlich willkommen, kommt mal rüber in die Mitte. Also, ist ja auch ein Heimspiel. Tanzen lernen brauchen sie nicht.
Es sei denn, Sie lassen sich mal von den Frauen führen. Ich freue mich, dass ihr euch entschieden habt, unser Königspaar zu sein. Und ich glaube, es war was Besonderes. Es ist einfach auch toll. Da möchte ich jetzt um die Proklamation bitten. Frau Sita, Herr Pastor,